Moin ihr Lieben und schön, dass ihr wieder am Start seid zum neuen Video Burgercheck. Big Boost von JP's gegen Food Brothers. Das waren die meisten Kommentare. Danke erstmal für die ganzen Kommentare im letzten Video. Die Burger sollen einfach übelst reinfassen. Das waren wirklich etliche Kommentare. Ich blende hier mal ein paar ein, dass diese Burger Potenzial haben für den besten Burger Deutschlands. Und ich werde dem Ganzen auf die Schliche gehen. Bewertung 1 bis 10 standardmäßig Cheeseburger wird getestet. Und wir schauen, ob der große Name mal wieder, JP, der in aller Munde ist, Google-Bewertung, 4,8, ob er was taugt. Und ich werde ehrlich mal wieder bewerten. Wer meine letzten Videos kennt, weiß, knallhart ehrlich, heftigster, kritischster, gefürchtester Restauranttester überhaupt in ganz Deutschland und bald auf der ganzen Welt. Ich werde es euch sagen. Julian wartet auf mich unten im Wagen. Hier The Franklin, genau aus dem letzten Video. Man kennt ihn. Wir ballern jetzt los. Ab nach Dortmund und überraschenderweise Julian am Start. Julian aka The Franklin, korrekt, dass du am Start bist. Ja, Julian wird auf jeden Fall seinen Senf dazugeben. Ich habe ja vorher, habe ich Dulf und Ottos in Hamburg getestet, die Schwergewichte. Ja. Genau, das haben wir auch gemacht, da hast du einen Eindruck. Jetzt so rein frei raus, was würdest du sagen? Ich glaube, der wird heftig. Wo wird's hinfahren? Der wird heftig? Ja, der wird, glaube ich, echt heftig. Jetzt also, vom Gefühl, wird er die platt machen? Ja, ich glaube schon. 10.000 Bewertungen, 4,8 Sterne. Krass, ich habe schon Bilder gesehen, das ist stark. Ich bin gespannt. Wir ballern jetzt erstmal auf der Autobahn. Es wird ein geiler Roadtrip. Wir werden auf jeden Fall Hotel-Action zusammen, zu zweit im Hotel. Genau, wir beide im Hotel. Auf onlyfans.de findet ihr dann die Clips, die wir nachher im Hotel haben. Ja, Mann. Account eröffnet. Weiterhin am Start. Julian, ich dachte mir, wir machen noch ein bisschen Smalltalk für den Weg, so, damit der Weg nicht so langweilig wird. Wenn du dich entscheiden müsstest, entweder deiner eigenen Mutter eine Ohrfeige gibst oder fünf alten Opas, die 80 sind, ein Knockout. Was würdest du machen? Ich glaube, ich würde fünf alte Opas ausknocken. Ja, ehrlich? Oh! Deine Mutter hat nur eine Ohrfeige, Mann. Das ist doch nicht so schlimm. Aber du willst fünf Opas, die sterben, wenn du sie auslockst. Okay, und eine. Meine Mutter würde danach geiles Essen für die kochen. Die kann gut kochen. Die wird dann sagen: Jungs, das musst du ja machen. Dafür koche ich ihr was Geiles. Die wird sie gesund pflegen. Ja, genau. Wahrscheinlich würde sie die alten Opas Jungs essen. Jalla, jalla. Ab zu Food Brothers und zu JP's Performance. So Leute, wir sind angekommen in Dortmund und wir werden jetzt erstmal zu Food Brothers rein. Food Brothers ist unser erstes Ziel. Wir sind hier in der Innenstadt, 2,5 Stunden geballert, auf Easiness, ne Jürgen? Ja, Digga, ganz entspannt, schön durchgeheizt. Bleifuß, Franklinovic. So, Food Brothers hier, jetzt nicht viel Tamtam so, ne? Also einfach ja, Burgerladen, wie er sein sollte. Komm, wir holen uns jetzt erstmal, ich würde sagen, Burger. So Leute, und haut es mal in die Kommentare rein, zu welchem Burgerladen als nächstes. Ihr wisst, ich fahre nach ganz Deutschland. Und falls ihr diese Burger JP's oder Food Brothers schon getestet habt, haut gerne eure Bewertung auch mal rein, was ihr sagt. Andere Meinung immer gut. Der erste Burger des Abends. Der erste Burger des Abends. Ich bin sehr gespannt, was können die Dortmunder? Hamburg haben wir jetzt durch, Julian auch in seinem Video, wo ich mit war, durch und durch gefressen. Aber was können die Dortmunder? Als ich in Hamburg die Burger durchprobiert habe, muss ich sagen, München kann sich ultra sehen lassen. Wenn nicht sogar fast noch besser, würde ich sagen. Also München, sehr, sehr krasse Burger. Das ist eine Ansage, Digi. Sehr krasse Burger in München. Also an die Münchner, wenn ihr das seht, Kuss geht raus. 089 represent. Ja, also fuck the East, fuck the West. Munich is the best. Also haut die Kommentare voll. Das wäre echt voll disrespecting. Buxtehude Hamburg-Feeling gegenüber, muss ich sagen. Ich habe gesagt, fuck the East, fuck the West. Munich ist der Beste. Ich hab nicht gesagt, fuck Hamburg. So, zeig mal rein, Jürgen, genau. Zeig mal hier mein Burger. So sieht der Burger hier aus. Falafelmäßig, saftig, knaftig. 6 Euro, kann man nichts sagen. Mit einem Käse drauf, ein bisschen. Das Brot fühlt sich gut an, schön weich. Innen mit ein bisschen Butter angebraten. Macht einen guten ersten Eindruck. Beinahe 7 Euro kostet für Hamburger echt heftige Preise. Wir haben aber gesagt, das könnte tatsächlich daran liegen, also dass dieser Burger hier 7 Euro kostet und nicht wie in Hamburg knapp 10, könnte daran liegen, dass einfach Hamburg und München zwei sehr teure Städte sind. Ja. Und in Dortmund und Co. halt einfach nur asoziale Penner leben. Ja. Und deswegen einfach auch alles. Alles ein Witz, ne? Alles eine Joke. Also optisch, Brötchen, ganz regulär. Konnte jetzt auch nichts groß auswählen. Cheddar-Käse drauf. Beißen wir mal rein. Interessante Soße, muss ich sagen. Bei mir ist sehr, sehr wenig Soße. Fast gar keine Soße. Echt? Mhm. Viel Gemüse, die Zwiebeln und Tomaten. Man sieht, Zwiebeln und Tomaten sind gut verteilt. Aber etwas wenig Soße. Also sehr prägnante Soße, sehr interessante Soße. Die ist so leicht curryartig. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen Curry. Ich weiß nicht, wie die es gemacht haben. Der Burger an sich hat so eine leichte Pfefferkruste. Frisches Gemüse, beinahe ganze Zwiebel drin. Finde ich geil. Brot würde ich mal sagen eher industriell, jetzt nicht selber hergestellt. Muss nicht unbedingt schlecht sein.
Aber sonst im Großen und Ganzen keinen riesen Heckmeck gemacht beim Burger, so wie es sein soll. Das ist so erstmal mein erstes Feeling zu diesem Burger. Fleisch ist sogar Medium, haben die hingekriegt, habe ich angesagt, Fleisch Medium. Und die genaue Bewertung, wie gesagt, ihr kennt das Spiel, die genaue Bewertung gibt es erst am Ende des Videos. Jetzt erstmal ein paar Worte zum Burger und zum Schluss gehen wir dann ins Volle. Also bei mir ist auch irgendwas mit Pfeffer, glaube ich, drauf. Dieses Falafel-Patty hat auf jeden Fall ordentlich Gewürze drin. Hat ein klein bisschen wenig Soße, wie gesagt. Also es könnte noch ein bisschen saftiger sein. Okay, Leute, das erstmal zu Food Brothers. Wir werden jetzt rüberflitzen zu Big Boost, JP's und gönnen wir uns drüben Burger, ne? Ganz kleine Werbung zwischendrin für Zec Plus. Zec Plus unterstützt die ganze Aktion hier. Ich wollte eigentlich jetzt mein Stracciatella Low Carb Protein zeigen. Das habe ich im Auto. Das fährt sich mir im Hotel nachher rein. Aber wir haben zufällig einen Zec Plus Shop gefunden. So, da dachte ich, mache hier eben die Werbung. Guckt rum im Shop. Ich hau den Link in die Videobeschreibung mit rein. Barbermäßige Produkte, ihr wisst, ich nehme sie selber, bin davon überzeugt. Und ja, weiter im Video, würde ich sagen. Wir sind am Start, Julian. Bist du heiß? Ja, Digga, das Ding, das wird jetzt richtig reingeballert. Das wird rocken, das wird rocken. Also wir sind jetzt bei JP angekommen. Das sieht hier von außen, das sieht so special aus. Ich sag zu Julian eben, Julian, du solltest zum Burgerladen, nicht zur Tuning-Werkstatt, falsch eingegeben. Und Leute, jetzt zieht euch diese Location an. Das flasht einfach übertrieben. Ich weiß ja gar nicht, ob du Auto fahren sollst oder einen Burger kaufen. Also wie gehabt, wie auch bei den anderen Burger-Checks, wir testen Cheeseburger. Nichts Aufwendiges, sondern einfach easy Variante, dass wir irgendwie nicht irgendwelche Special-Dinger, sondern wir testen bei jedem Burgerladen Cheeseburger. Filmen können wir leider nicht die Bestellung, ich habe eben nachgefragt, aber naja. Julian, was gibt's zu essen für dich? Ich versuche eigentlich immer so wenig Fleisch wie möglich zu essen, deswegen gibt's bei mir den vegetarischen Burger, Veggie-Burger. Bin sehr gespannt, wie der schmeckt. Der Ernst der Lage geht los. Hier sind die Babys drin. Jetzt setzen wir uns ins Auto und dann fragt's mir. Nadine? Boah, ich muss sagen, okay, bin gespannt. Also hier schon mal in so einer kleinen Dings. Ich dachte, jetzt klappe ich irgendwas auf. Cheeseburger 67, Veggie Burger 45. 67, wenn man vergleicht, Dulls Burger 59, Ottos Burger 8,50 in Hamburg. Dass ihr einen Vergleich habt. So, also der sieht schon prächtig aus. Dick ist das, also dieses, das, ich nenne ihn immer Lollo-Salat. Sieht schon fresh aus. Fresh. Ja, fresh. Fresh, exciting. Ja, du kennst das gar nicht, oder? Nee. Wieso? Das ist der Moment, wenn du die Memes von deinem eigenen Kumpel nicht kennst. Es gibt so ein Meme von Marcel, wo er so fresh. Fresh. Kenn ich nicht, ne. Das ist so geil. Ich guck Marcel nicht. Verpiss dich, du Hurensohn. Ich habe hier einmal so Sweet Potato Fries mit Mayo. Dickes Lob dafür. Die sind richtig schön knusprig außen und innen ganz, ganz weich. Genauso wie Süßkartoffelpommes sein müssen. Also was gibt's hier bei dem Burger eigentlich zu zeigen? Also er schaut wirklich eher unspektakulär aus. Man sieht ein kleines Patty da drin. Das ist angeblich mit Falafel gemacht. Da bin ich mal gespannt. Also kein Beyond Meat oder irgendwas. Falafel in Kombination mit so einer Currysoße dazu. Mm. Also ganz untypisch, aber positiv. Schmeckt gut. So ein bisschen Mango-Chutney, Currysoße. Also wir haben Burger. Ich würde sagen, bestimmte Kollegen von mir, ich habe oft diesen Ausdruck gehört, es ist ein ehrlicher Burger. Es ist jetzt kein Tamtam drum, weil es überall einfach Soße drauf, Ketchup-artig, ich weiß nicht, ob es einfach Ketchup ist, aber so wie man es oldschool früher kannte, bevor dieser Burger-Hype kam, Ketchup drauf, Salat, frischer Lollo-Salat, wie ich ihn eben genannt habe, Brötchen drauf, Frikadelle dran und fertig. Es ist ein normaler Chester-Käse, wie es aussieht, das Fleisch ist jetzt nicht Medium oder so. Man fragt ja jetzt immer heutzutage, willst du es Medium oder nicht? Es ist nicht Medium, muss ja auch nicht unbedingt schlecht sein. Hast du noch irgendwas dazu zu sagen? So Leute, wir haben jetzt JP's getestet, wir haben Food Brothers getestet. Jetzt kommt die knallharte Bewertung, da werden wir nochmal einen anderen Place, weil wir brauchen einen kurzen Spaziergang, Bedenkzeit. Mhm. Und dann hauen wir raus, machen wir mal Tacheles, machen wir mal Butter bei die Fische. Ab geht's Leute, zur Bewertung. Wir haben jetzt beide Burger getestet, Julian mit seinen Vegetarischen, ich mit den normalen. Ich möchte gerne, dass du bitte anfängst, Julian, mit deiner Bewertung. Also der von Food Brothers war auf jeden Fall ein stabiler vegetarischer Burger. Schlecht war er nicht. Das Brot war aber definitiv zu trocken und es war zu wenig Soße drauf. Das Patty hätte noch ein bisschen besser sein können. Es war genug Gemüse drauf. Im Großen und Ganzen gebe ich dem 6,6 von 10 Bewertungen. Und bei Big Boost hat er mir ein bisschen besser gefallen. Muss ich sagen, besonders die Soße ist hier zum Vorschein gekommen. Mit so einem schönen Mango-Geschmack. Das hat mir sehr getaugt. Aber auch hier muss ich sagen, habe ich schon wirklich bessere vegetarische Burger gegessen. Und das, was bei dem einen super war mit dem Gemüse, hat bei JP einfach komplett gefehlt. Also da war viel zu wenig Gemüse drauf und Zwiebeln und ganz, ganz schlecht verteilt. Deswegen gebe ich dem 6,9 von 10, also ein bisschen besser. Aber beide auf jeden Fall Ausbaupotenzial. Okay, Julian, danke dir für deine... Vor allen Dingen mein Brot, du jetzt bei beiden. Okay. Hart, aber faire Bewertung. Von mir, es geht ja letztlich auch darum, ich suche den besten Burger in Deutschland nach meinem Geschmack. Deshalb jetzt für mich Gewinnerkürung, kann man sagen. Wir fangen an mit dem Burger von Food Brothers. Der war gut, der war nicht schlecht. Er war einfach mittendrin. Also, Food Brothers, die Fakten im Check.
sehr gute Soße. Diese Currysoße hat mir sehr gut gefallen. Diese Pfefferkruste, die auf dem Burger drauf war, die war wirklich gut. Sie haben das Fleisch medium hingekriegt. Das waren die Pro-Punkte. Kontrapunkte allerdings das Brot, industrieller Kram. Fleisch hatte für mich beinahe, ich hätte fast gesagt, die haben da Schwein mit reingemischt, weil irgendwie hatte das so Beigeschmack, das kenne ich nur von Schwein. Ansonsten Salat knackig, aber im Großen und Ganzen, tut mir leid, und wie gesagt, Leute, es ist Geschmackssache. An alle Dortmunder, keinen Disrespect, die mir diesen Burger empfohlen haben. Er kriegt von mir eine Benotung von 6,5. 6,5. Ja. 6,5 die. Und ciao, das war's. Ja, jetzt kommen wir zu JP's. Also dieser Burger wurde so gehypt, 1000 Kommentare da drin. Und ich muss sagen, dieser Burger war, ich fasse es jetzt nochmal zusammen, er war nicht gut. Er war leider echt nicht gut. Er kam mir vor, und es ist kein Disrespect, es tut mir leid, es ist mein Geschmack. Er war wie vom Pizzaservice ein bestellter Burger. Brot trocken, wirklich industriell. Ein Burger besteht aus einem guten Brot und besonders gutem Fleisch. Das Fleisch muss grob durch den Wolf gegangen sein. Es muss viel Fett haben, damit es einen guten Geschmack hat. Aber da muss auch ich sagen, durch zwei Meinungen, das war wirklich, hat sich eher nach einem sehr gehypten Burger geschmeckt, der nicht zu Recht diese Bewertung hat. Natürlich ist JP ein geiler Typ, super sympathisch, aber die Burger waren... Es war so, also gutes Fleischpatty in Hamburg, wir haben Patties gehabt, da hat das Fleisch, das hat einen individuellen Geschmack, das so gefühlt, haben die da Roastbeef durchgedreht und das Fleisch, du hast richtig geil geschmeckt, das war ein Industriepatty, so kam es mir rüber, die Soße kam gar nicht durch, es war einfach nur Ketchup, also der JP's kriegt von mir eine 5,7, tut mir leid, kein Disrespect an alle, die mir da Kommentare gegeben haben, aber er war leider nicht gut. F in Chat für JP. Also Dortmund gegen Hamburg komplett durchgefallen. Haut in die Kommentare den nächsten Burger. Wir fahren da immer ehrlich. Hamburg gegen München, das wird das. Das wäre Endgegner. Ja. Vielleicht, ich glaube, hast du schon Berlin gemacht? Berlin war ich auch noch nicht. Burger noch nicht. Also ich glaube, die krassesten Burger gibt es in Deutschland in Berlin, München und Hamburg. Ja. Das sind, glaube ich, die drei Städte, die krassesten Burger liefern. Und natürlich gibt es immer wieder auch noch kleine Ausnahmen in kleinen Städten. Die möchte ich hier nicht rausnehmen. Das hab ich gesehen, du in den kleinen Städtchen. Ich danke dir fürs dabei sein. Wirklich, Leute, gerne. Julian, ich sage euch ehrlich, ich habe viele Insta-Stories mit Leuten gemacht, YouTube-Videos jetzt, geht so, aber was ich echt selten sage, gib den Typen ein Abo, Mann, das ist der Fresheste überhaupt, Mann. Kuss, Digga. Ja, der hat Lippen, Kuss. zart wie. Lassi. Komm, Lassi. Ja, lass dir ein Abo da. Okay. Ich hau das in die Videobeschreibung, Ende des Videos. Und Daumen hoch, alles, wirklich sprengt alles. Du musst mal lernen, endlich auf den Punkt zu kommen, Freunde. Bis zum nächsten Video, over and out, ciao.